Bäuerin in der unteren Ebene im Festspielhaus, die Techniker, der Chor. Die waren alle super. Die haben alle hinterm Rücken der Festspielleitung immer so gemacht. Wir warten auf Sie, Herr Mese. Wir freuen uns auf Sie. Sie sind super. Aber da kroch immer die Angst mit. Ja? Die mittlere Ebene ist vollkommen in Ordnung. Aber die Führungsriege, das ist der letzte Dreck. Und die müssen sich selbst bezichtigen und denunzieren. Hier ist der Chef der Kunst. Dieser Chef der Kunst kommt aus der Antirealität. Dies ist kein Chef der Realität. Dieser Chef kennt keine Ideologie. Dieser Chef ist nur Zukunft. Dieser Chef kommt aus der Zukunft. Hier sieht man die vier Grundelemente. Kreis, Unendlichkeitszeichen, Quadrat, Dreieck. Dieser Chef der Kunst sagt uns eins. Sieh von dir ab, lieber Mensch, und spiele. Spiele, 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 damit sich die Zukunft an dir abspielen kann. Hier ist der Chef der Kunst. Geht der Vollblutdemokrat ein
werden. Der will in seinem Schlaf, in seiner Ohnmacht nicht mehr gestört werden. Dieses widerliche Pack. Aber die Techniker und die Leute, die dort alles überhaupt ermöglichen, die lieben Richard Wagner. Das habe ich gespürt. Und die werden sich das nicht mehr lange bieten lassen. Ich bin wahrscheinlich Persona non grata. Aber ist ja egal. Der Parsifal ist von der Bühne, von Bayreuth in die Realität gebracht worden. Was denken Sie, was ich schon für Angebote habe, den Parsifal aufzuführen? Das ist Wahnsinn. Und es werden immer mehr. Es ist doch alles da. Die Basis ist vorhanden für einen Pfifferling. Ja, wenn ich gesagt hätte, Sänger sollen nackt auf die Bühne, dann hätten mir die Leute gesagt, das ist zu teuer, der Mese. Ja, oder wenn ich gesagt hätte, bringen Sie doch Ihre eigenen Klamotten mit, dann hätten die gesagt, das ist zu teuer oder technisch nicht machbar. Ja, wenn ich gesagt hätte, ich scheiße einfach nur auf die Bühne, hätten sie gesagt, technisch nicht machbar, zu teuer. Es war mir vollkommen egal, was ich da angeboten habe. Es war schon bei der ersten Präsentation vollkommen egal. Sie mussten den Typen wissen, wie er entsorgen, weil irgendeiner aus der Bayerischen Staatskanzlei oder aus dem Wagner verbinden oder ein mieses Schwein, was auch nicht am Wagen, kann er mit der Wagner entfernen will, dort sein Veto eingelegt hat. Die haben aber die Rechnung ohne den Geistwirt gemacht. Die sind Wahnsinn. Was haben Sie gemacht? Sie haben das Geilste verhindern wollen und jetzt kriegen Sie den totalen Albtraum. Das ist nicht mehr wegzudiskutieren, das ist in der Welt. Das ist eine Staatsaffäre, das wird diesen Staat stürzen, Mann. Das ist der Anfang. Sie waren wahnsinnig, Leute. Nicht einzulassen. Meine Tante, deine Tante? Alles, was nicht Durchschnitt ist, ist unwählbar. Nur Durchschnitt ist wählbar. Und das dürfen wir nicht mehr zulassen. Durchschnitt ist am Ende des Tages das Ende. Es ist das Ende und wir sind da schlittern in eine... Es geht nicht um böse und gut, sondern um Durchschnitt. Sag Durchschnitt mal, können wir nicht aushalten. Du hast ja hier eine ganze... an deiner Seite hast du ja was liegen, mitgebracht. Ja? Was ist denn das? Das sind Textbilder, die sozusagen auch für dich... eigentlich gedacht sind. Nicht? Die deutsche Seele zum Beispiel ist nicht Politik und nicht Religion, sondern Kunst. Ja? Und wenn man das erstmal verdaut hat, dann kommen wir weiter. Solange wir dieses Land in Ideologien aufteilen, links, rechts, katholisch, protestantisch, atheistisch und so weiter, dann kommen wir nicht weiter. Ja? Es ist schon gemacht worden bis zum Exzess. Nein, Herr Hitler hat das komplett auf die Spitze getrieben. Will man da noch irgendwie ein Abklatsch sein? Nein, wir müssen was Neues machen. Und Hagen von Tronje hat auch alles auf die Spitze getrieben, weil es notwendig war. Und wenn wir nicht lernen, dass wir was Neues zulassen müssen, werden wir im Durchschnitt untergehen. Das ist eindeutig. Natur ist eben nicht durchschnittlich und kann ich auch nicht wählen. Die Natur produziert keine Parteien. Das interessiert die gar nicht. Ja, und wir müssen halt darüber nachdenken, ob wir wirklich noch Mittelmaß unsere Stimme geben können. Ich kann es, seit ich 18 bin, nicht. Damals habe ich einmal gewählt, weil meine Mutter mich dazu gezwungen hat. Und ich habe alle Parteien angekreuzt, weil ich schon damals gemerkt habe, hier stinkt's. Ja, und ich bin ja, ich bin einfach ein ganz gerader Typ und ich halte auch Religion für überflüssig. Und wir müssen weiterkommen. Wir müssen was Neues entwickeln, damit wir weiterkommen. Und Kunst, das Gesamtkunstwerk, ist das, was wir lieben können. Man braucht nur noch Mitläufer. Und das geht eben nicht in einem Staat, wo es um Kampf und Kriegertum geht. Also ein Krieger kann nie ein Mitläufer sein. Das geht gar nicht, das passt nicht. Ne? Glaubenskrieger, das sind zwei Begriffe, die nie miteinander zu tun, etwas zu tun haben. Das haben wir uns in der Neuzeit ausgedacht. Glaube ist viel zu schwach. Die metabolische Gewissheit ist wichtig. Wenn ich was glaube, dann spekuliere ich nur. Ja? Ich spekuliere, dass ich Stalingrad gewinne. Das reicht aber nicht. Noch nie konnte man die Welt durch Religion verändern. Es war noch nie möglich.
weil es gar nicht geht. Nicht? Man darf Priesterkasten, sorry, ich bin ja da auch Propagandist, niemals vertrauen. Und es laufen viel zu viele Priester gerade rum, ne, an jeder Ecke. Das ist wie in den 20er Jahren, nur noch schlimmer. Und also ich finde es Wahnsinn, wie man als zukünftiger Mensch einem Guru überhaupt auf den Leim gehen kann. Nach all dem, was wir gelernt haben. Das ist für mich ein absolutes Rätsel. Und zum Beispiel, ich habe hier ein Bild, das möchte ich gerne mit dir diskutieren. Ich habe ja, wenn ich mit Journalisten spreche, gibt es drei Tabuthemen. Kunst ungleich Kultur. Ist das Gespräch sofort beendet? Wenn ich das Wort Gesamtkunstwerk nenne, ist es nochmal doppelt beendet. Und wenn ich sage, Kunst wird die Politik und die Religion ersetzen, dann schmeißen mich die Leute raus. Und das muss ja bedeuten, dass die Leute im Grunde ihres Herzens zufrieden sind mit dem, was gerade ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, Kunst ungleich Kultur. Weil Kunst ist ohne Limitierung. Und Kultur ist nur das, was eine Ideologie für Kunst hält. Ja? Also Kultur ist das, was ein Land oder eine Gruppe oder eine Partei für Kunst hält. Das ist nur ein minimaler Teil und meistens sogar falsch. Ja? Und Identität und Kultur in Verbindung zu bringen, ist ein riesiger Fehler, weil jeder kann jede Identität annehmen. Das haben wir ja gelernt von Karl May. Und dass einem sozusagen jede Identität auch noch abgesprochen werden soll. Aber bitte nehmen Sie die, die Sie wollen, und zwar, wenn Sie morgens aufwachen. Ja? Und Kultur, ich laufe da immer weg. Ja, weil es mir viel zu limitiert. Weil ich frage mich dann immer, welche Gruppe hat denn gerade die Kultur definiert? Ja? Die Kunst, das steht da drüber. Die Kunst sollte Deutschland definieren und bestimmen. Weil Kunst ja auch das ist, was überlebt. Ja, was hat denn von den alten Ägyptern überlebt? Die Kunst und nicht die Politik und nicht die Ideologie und nicht der Krimskram. Noch nicht mal der Pharao, der angeblich ein Gott war. Ja, die Kunst hat überlebt. Und die Tempel sind auch keine Tempel mehr, sondern sie sind Museen. Ja. Deshalb liebe ich Museen so. Ja. Aber der Saint-Just war der schönste Revolutionär, den es jemals gegeben hat. Der war so schön, dass er eigentlich hätte überleben müssen, ja. Auch aufgrund seiner Schönheit. Das reicht nämlich schon. Wir brauchen ja keine Revolutionäre mehr, sondern Evolutionäre. Aber wir brauchen Kinder der Revolution. Ja, ja? Ne? Genau. Und das sind dann auch diese Spielkinder, um die es mir ja immer geht. Ja. Ne? Richtige Künstler, die mit Herzblut arbeiten, sind Spielkinder und keine Ideologen. Ja? Und sie sind nicht dem Gruppenzwang unterlegen, kein Herdentrieb, kein Hordentrieb. Sie sind einzeln, wie Barbarella. Sie retten die Welt mit Sex, mit Liebe, mit einem Lächeln. Und das ist uns abhanden gekommen. Ja? Wir lachen nicht mehr über uns selber. Wir können Ironie nicht mehr verstehen. Wir verstehen keine Sprachen mehr von früher. Die halten wir gar nicht mehr aus. Skulpturen von früher halten wir nicht mehr aus. Wie pathologisch krank sind wir eigentlich? Dass wir die Vergangenheit nicht aushalten. Die muss man schon aushalten, um die Zukunft zu verändern. Also wenn man die Vergangenheit schon nicht aushält, dann ist Hopfen und Malz verloren. Und wenn man nicht aushält, dass es vor 200 Jahren eine andere Sprache gab, wo es vielleicht Wörter gab, die wir heute nicht mehr so mögen, wenn man das nicht aushält, dann muss man zum Arzt. Ja? Und dann können wir uns wieder durch den Kakao ziehen und weitergucken. Jede Sprache ist doch okay, wenn sie von Herzen kommt. Aber die Sprachen, die heute gesprochen werden sollen, kommen überhaupt nicht von Herzen. Ja? Die kommen nämlich aus einer Verbitterung. Die kommen aus einer Opferhaltung, aus einer Verletzung. Und da kommen wir nicht weit. Wir müssen die Verletzung erst klären und die Wunde heilen, damit die Sprache kommt. Nicht andersrum. Ja? Und solange wir diesen Menschen Macht geben, die so verbittert sind und spalten wollen, und meinen, sie seien richtig und alle anderen sind falsch. Wir müssen das Spielerische wieder nach vorne bringen. Und das sind Figuren wie Hagen von Tronje, das sind nur Sinnbilder. Ja? Und da können wir viel lernen. Der Ahab war nicht böse, der hatte ein Ziel. Ja? Und er konnte Menschen begeistern. Und wäre es nicht naheliegend, dass Sie mal an die Uni gehen als Professor und das Ganze so ein bisschen aufmischen? Ich kann mir doch nicht von diesen Psychopathen irgendwie die Zeit und die Energie stehlen lassen. Die sollen doch einfach stramm stehen. Die Psychopathen, die an den
Kollegen oder den Studenten? Beide sind Kollegen, die alle auf Hierarchie Bock haben. Das sind alles vormalige Anarchisten. In der Kunst gibt es gar keine Anarchie, in der Natur übrigens auch nicht. Kein Dschungel ist anarchistisch. Anarchie ist ein Hirngespinst der Demokratie. Wir leben im totalen Anarchismus heute. Überall. Die ganze Welt ist überzogen von einem hyperanarchistischen Schmelz. Aber das ist eine Erfindung von Ich-Mönchen. Ja, und diese ganzen Anarchisten, die mit mir studiert haben, die sind alle ganz liebend gerne Professoren geworden, um im hierarchischen Fluchtsystem die Hämorrhoiden zu unterrichten. Ja, nämlich die Studenten heißen. Das sind alle Studentenflurze, das sind Hämorrhoiden am Arsch des Staates. Ich habe wenigstens noch erkannt, dass ich ein mieses Studentenschwein war. Ich habe das mal irgendwie zurückgehalten. Ich habe die ganze Zeit in dem Haus da gesessen. Ich habe mich auch damals schon nicht aus dem Gebäude getraut. Ich habe einfach gespielt und gearbeitet. Früher hast du wenigstens noch genau gewusst, dass du in ein stalinistisches Arbeitslager reinkommst. Das und heute merken die Leute das gar nicht mehr. Die gehen da alle rein. Aha, ich reise ins Ich. Aha, Arbeitslager Ich. Aha. Dann geht's aber ab. Dann ist Rüber an. Aber ganz schnell. Das wird alles vorbereitet. Das ist nicht gemerkt für euch. Haben Sie eigentlich schon Nein, eben nicht, weil ich kein Guru bin. Ja, die Leute wissen nichts damit anzufangen. Die wissen nicht, die verstehen nicht, was es bedeutet, sich der Kunst nicht in den Weg zu stellen oder sich der Kunst in den Weg zu stellen. Die haben überhaupt keinen blassen Schimmer. Das ist für die wie chinesisch. Ganz langsam kommen Profis zu mir. Also wie Sie? Ganz langsam, aber das sind harte Kerle. Und das sind harte Typen. Und die werden es bringen. Und die brauche ich auch. Ich brauche nicht die Leute, die mir irgendwie ihre Kunst zeigen wollen. Und die wollen, dass ich ihnen helfe. Ja, es geht doch auch nicht darum, dass man malt oder so, sondern dass man seine Wurst, die man brutzelt, am geilsten macht. Es geht um den evolutionärsten Kindergärtner oder die evolutionärste Kindergärtnerin. Du musst deinen Job mit totaler Hingabe, total liebevoll, präzise, ideologielos ausführen. Das ist Kunst. Mein Traum ist, nur noch im Bunker zu sitzen und das Zeug alles rauszuwerfen. Ja, das mache ich, wenn man mir den größten Bunker Berlin baut. Da brauche ich aber erstmal den Architekten, der mir das baut. Was? 1 Million Euro das kostet ein bisschen mehr. Außerdem brauche ich die Typen, die es machen. Ja, ich brauche die Leute, die Berlin abreißen und zu einem riesen Bunker bauen. Ja, diese ganzen mickrigen, verschnörkelten Häuser. Ich habe keinen Bock mehr drauf auf diese Kleingartensiedlungen. Das ist doch beschissen. Ja, weg mit diesen ganzen Straßenzügen, diesen Individualitätszusammenrottungshöllen. Weg mit diesen völlig unpräzisen Einrichtungen. Einfach glatt machen, schleifen, neu bauen, riesig. Ja, Schreibtisch bauen für Mese oder für die versachlichte Führung, vielleicht erlebe ich es ja nicht mehr, da kommt der Nächste. Und dann Hauptquartier, alles andere auch noch umbauen lassen. In der Kunst müssen Sie nicht niederknien, es gibt keine niederknienden Babys. Kein Baby betet. Warum nicht? Warum wird diese Frage nicht gestellt? Wenn es einen Gott gäbe, hätte er die Babys schon betend auf die Welt gebracht. Aber nein, das gibt es nicht. Das sind Erfindungen. Hyperanarchismus. Die Weltdiktatur der Demokratie ist Hyperanarchismus. Überall demokratische Blockwarte. Überall. Ja, ich gehe um die Ecke und da ist schon der nächste Blockwart, der mich irgendwie in irgendeiner Form bevormunden will. Wir leben auch in der Diktatur. Sie müssen nach Hause gehen und stramm stehen. Zu Hause. Das ist Realitätsfanatismus. Das hier geht nicht. Verstehst du? Nicht ein Glas kaputt machen. Das ist Realitätsfanatismus. Das Glas kann doch nichts dafür. Es ist missverstanden. Es geht nicht um Realitätsfanatismus. Und Jonathan, du hast dich ja mit Hagen von Tronje bereits seit Anfang an beschäftigt oder zumindest seit den 2000er Jahren. Neben Charakteren wie Saint-Just, Captain Arab, alle haben eine gewisse Ambivalenz. Alle sind traditionell eher der dunklen Seite zugeordnet. Ja. Was interessiert dich an ihnen? Also Hagen von Tronje habe ich schon mit 7 wahrgenommen, ja. Und ich die Nibelungen sage natürlich. Und ich mochte Siegfried nie, weil ich es bis zu dem Drachenkampf logisch fand. Und wenn man dann unbesiegbar ist, angeblich, dann ist man ja nur noch Gott.
Und das fand ich langweilig. Ja. Also, und deshalb musste auch der Hagen ihn entfernen, weil er wollte keinen Gottesstaat, nicht, wo sozusagen Siegfried mit Kriemhild an der Macht ist und unbesiegbar ist. Das ist ja langweilig. Das ist der Status quo. Oh. Da ist man ja nur noch Mitläufer. Ja. Und das geht für einen Hagen von Tronje nicht. Und ich habe das damals schon instinktiv gespürt, dass er die Figur ist, die die Geschichte nach vorne treibt. Mhm. Er roch ja auch die Gefahr. Er hatte nichts persönlich gegen Siegfried. Gar nichts. Aber er musste diesen Mann erledigen. Und es war auch ein großes Risiko. Er musste ja das Kreuz treffen. Wenn er das Kreuz nicht getroffen hätte oder die Informationen falsch gewesen wären, Kriemhild hätte ihm ja auch einen Kuckuck ins Netz setzen können, wenn sie schlau gewesen wäre, hätte sie das Kreuz woanders hingemacht. Ja, er musste ja auch aus einer großen Entfernung den Speer werfen und er musste sitzen. Ja, und der Siegfried ist ja noch in letzter Aufbäumung, er war eben nicht unbesiegbar, noch auf den Hagen zu. Ja, und Hagen musste das tun, was er tat. Nicht, er hat nichts persönlich genommen, das kann der gar nicht, weil der ist sachlich. Das ist ein loyaler Mann, der ist logisch wie Mr. Spock. Ja? Also evolutionär interessiert. Der möchte nichts Göttliches. Der will eine ganz normale hierarchische Ordnung im Diesseits. Das ist kein Jenseits-Regierungsfanatiker. Ja? Und der wollte keinen Gott an der Spitze von Burgund oder von Worms. Ja. Und deshalb musste er diesen gottgleichen Helden, der eben doch nicht Gott war, er war nämlich verwundbar. Ja. Das war ja nur ein Mythos. Mhm. Und was ist daran interessant, gegen einen unbesiegbaren Gegner zu kämpfen? Das ist ja, also was Langweiligeres gibt es ja nicht. Da kannst du ja gleich einschlafen oder dich selbst umbringen. Und das hat der auch gespürt. Dieser Mann, dieser Siegfried, passt nicht. Das geht nicht. Und in Verbindung mit dieser eiskalten Kriemhild ist das eh der Untergang. Also. Den Menschenhagen nicht unbedingt. Und das Thema Rüstung, Uniform, Helm ist eines, was dich generell zu interessieren scheint. Aber manchmal sind es auch ganz liebenswürdige Tiere. Ja? Und da steht Hagen drauf. Ja. Ja? Das heißt Seelentiere. Ja? Also er mag in seiner rechten Hand das Schwert führen, in seiner linken Hand ist ein Vögelchen. Ja. Du sagst ja auch, er sei der Sensible, der Künstlertyp. Ja. Er ist sensibel genug zu begreifen, wo die Gefahr ist. Er riecht sie, wie ein Haifischbaby. Ja, und der Siegfried ist halt tump und dumm. Ja. Nicht? Und wird auch nicht schlauer. Also im Gegenteil. Also Parsival wird ja schlauer. Ja? Aber der Siegfried ist einfach ein strahlender Held. Aber was passiert, wenn der strahlende Held alt wird? Dann wird der brutal. Dann wird der ein Tyrann. Ja? Und das wusste der Hagen. Der König Gunther ist eh schwach. Ja? Und er musste ja auch sozusagen dem König verpflichtet sein, was aber nicht die größte Verpflichtung ist, sondern die größte Verpflichtung von Hagen war der Kunst gegenüber, nämlich der Zukunft. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist Kunst. Mhm. Nicht? Und die gute Kriemhild war am Ende des Tages doch nur an Geld interessiert. Ich bin halt Buchfanatiker. Ja. Ich habe ja 30.000, 40.000 Bücher. Sammelbücher ohne Ende. Liebe Bücher, da gibt's doch radikale Bücher. Aber ich habe kaum alles aus dem Nationalsozialismus. Und alle Pornos, Mangas, alles was sprießt. Und, aber spielerisch. Ne? Mhm. Und ich mag ja keine Verbitterung. Ne? Das kann ich nicht ab. Also ja. Die Welt kann man nicht verbittert retten. Ne? Da gibt's ganz viele Typen, die gerade unterwegs sind, die das wollen. Ne? Und da muss man hellhörig werden. Ja. Also wenn man ohne ein Lächeln die Welt retten will, wird man untergehen und ganz viele Leute mitreißen. Also man muss immer mit einem Lächeln am Ende dastehen, wie es Hagen von Tronje gemacht hat. Das war keine Schadenfreude, sondern wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, wir lachen nicht mehr über uns selber, wir können Ironie nicht mehr verstehen, wir verstehen keine Sprachen mehr von früher, die halten wir gar nicht mehr aus. Skulpturen von früher halten wir nicht mehr aus. Wie pathologisch krank sind wir eigentlich? Dass wir die Vergangenheit nicht aushalten. Die muss man schon aushalten, um die Zukunft zu verändern. Also wenn man die Vergangenheit schon nicht aushält, dann ist Hopfen und Malz verloren. Und wenn man nicht aushält, dass es vor 200 Jahren eine andere Sprache gab, wo es vielleicht Wörter gab, die wir heute nicht mehr so mögen. Wenn man das nicht aushält, dann muss man zum Arzt. Ja? Und dann können wir uns wieder durch den Kakao ziehen und weitergucken. Jede Sprache ist doch okay, wenn sie von Herzen kommt.
Aber die Sprachen, die heute gesprochen werden sollen, kommen überhaupt nicht von Herzen. Ja? Die kommen nämlich aus einer Verbitterung. Die kommen aus einer Opferhaltung, aus einer Verletzung. Und da kommen wir nicht weit. Überall demokratische Blockwarte. Überall. Ja, ich gehe um die Ecke und dann ist schon der nächste Blockwart, der mich irgendwie in irgendeiner Form bevormunden will. Genau. Und das sind dann auch diese Spielkinder, um die es mir ja immer geht. Ja. Ne? Richtige Künstler, die mit Herzblut arbeiten, sind Spielkinder und keine Ideologen. Ja? Und sie sind nicht dem Gruppenzwang unterlegen, kein Herdentrieb, kein Hordentrieb. Sie sind einzeln, wie Barbarella. Sie retten die Welt mit Sex, mit Liebe, mit einem Lächeln. Und das ist uns abhanden gekommen.